Datum der Erstausstrahlung dieser Nachrichten war der 14. November 2020. Wer hätte gedacht, dass die ansonsten eher arbeitsscheue Mary am letzten Monat eine neue Firma gegründet hat? Ihre neue Firma exportiert Würste aus der Massenproduktion auf Island. In alle möglichen Länder auf der Welt. Bisher schreibt man noch rote Zahlen. Trotz der drohenden Pleite sagte Mary an: Ich wollte nur ein einziges Mal in meinem Leben Ost genannt werden. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich würde gern wegsehen, aber ich kann einfach nicht. Ich wollte mir das Lachen verkneifen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Mida Daddy. Der 14. November war das Sendedatum dieser Mail-Nachrichten.